Nee. Wir haben jetzt rote Zahlen. Also. Man hat einen Kredit von maximal 10.000 Dollar. Soweit kann man ihn noch auslassen. Wenn man die Grenze von 10.000 Dollar überschreitet, kann man nichts mehr bauen, beziehungsweise hier zum Beispiel. Unsere finanziellen Mittel sind im Moment ziemlich aufgebraucht. Die Weltbank wird 10.000 Dollar unserer Ausgaben decken, bis sie wieder auf einer eigenen Beine steht. Wir sollten schnell unsere Wirtschaftslage verbessern oder unsere Beziehungen zu den Supermächten werden darunter leiden. Die USA und die UdSSR zu verärgern wäre nicht so gut, wenn sie noch ein wenig länger im Amt bleiben möchten, Präsidentin. Und jetzt müsste da eigentlich stehen, die Staatsbeziehungen. Auf jeden Fall. Hier, Schulden. Das ist ein Minus auf die außenpolitische Beziehung. Und zwar für beide Fraktionen. Und hier sind schon unsere ersten Minenarbeiter. Hier ist das verfügbare Eisen, was abgebaut werden kann, in diesem Bereich. So, wir haben wieder Geld, dank den Finanzhilfen hier oben zu sehen. Jedes Jahr. Je besser die Beziehung ist, desto mehr Geld kriegen wir auch. So, wir haben wieder positive Zahlen, 5.000. Zwar nicht so gut wie beim letzten Level, aber immerhin. Hier gehen auch schon die Bürger in das Hilfskorps, wahrscheinlich weil es da Nahrung und Medizin gibt. Wie zu erwarten. Als nächstes, der Bürgerkrieg zu Hause hat viele unserer Landsmänner vertrieben. Das internationale Hilfskorps bietet karibischen Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen, finanzielle Hilfe an. Ich denke, dass wenn jemand von unseren Brüdern und Schwestern profitieren sollte, dann wir. Wenn wir einige unserer früheren Kameraden auf El Argentinaliado oder wie es heißt, willkommen heißen, dann wird IAC uns 5.000 Dollar finanzielle Hilfe zukommen lassen. Nehmen Sie an, plus 10.000 Dollar Staatskasse, Immigration wird erhöht, und zwar heftig. Ich habe den Level schon mal gemacht, und da kommen manchmal bis zu 15 Einwohner gleichzeitig. Das heißt, Massenarbeitslosigkeit herrscht. Das heißt also, wir müssen mehr Minen bauen. Würde ich jetzt mal andeuten. So. Mine 1. Mine 2. Und Straße. So, was willst du? Da haben wir schon mal für ein paar Arbeitsplätze gesichert. Und zwar 10. Aber das ist noch nicht genug. Wir haben sowieso schon Arbeitslose, oder? Nein. Na gut. So, 18.000 Dollar. Eine gute Bilanz. Bauen wir mal als nächstes eine Schule. Ach verdammt, nee, wir bauen zuerst Wohnungen, das habe ich ja ganz vergessen. Ah nee, noch besser, wir bauen zuerst die Botschaft. Da wir den Bonus Diplomatie gewählt haben, können wir eine Botschaft kostenlos bauen. Mit Hilfe der Botschaft können wir außenpolitische Edikte erlassen. Die humanitäre Hilfe konnten wir nur aktivieren, weil das ein spezielles Event hier im Spiel war, in diesem Level. Ja, da steht Atomwaffentest. Ein hoher Offizieller, der laut Berichten seit letzter Woche vermisst wurde, wurde mit seiner Geliebten bei dem Versuch gefunden, die Insel zu verlassen. Der darauf folgende Streit
Zwischen der Frau des Beamten und seiner Geliebten hatte die Verletzung von 7 Zuschauern zur Folge. Der Beamte wird laut Berichten erneut vermisst. Sprich schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So, die Minen sind da. Ein Schiff hat angelegt und bringt 23 neue Einwanderer nach Topico. Und hier sind sie auch schon. Arbeitslose. Wunderbar. Wie viele haben wir jetzt? 11. Und das sind alles Frauen. Gut, dass nur Männer Minenarbeiter werden können. Was können die Frauen denn werden? Ach ja, die können Köche werden. Bauen wie ein Restaurant. Ach ja, und Diplomat. Was haben wir überhaupt für Bildung? In der Schule. Nicht genügend. Ich bin Juanito. Und ich will etwas mit Ihnen teilen, was mich zutiefst verstörte. Auf meinem Weg nach Hause sah ich eine ganze Ansammlung schmutziger Hütten. Diese Dinger sprießen überall hervor. Und die Menschen was sind denn jetzt? Nicht glücklich über ihre Unterkünfte. Mach es sogar so. Das Leben in einem Mietshaus ist besser als das. So, ich hab's nämlich gebaut, wenn die... Okay, noch einen Monat. Dann kann ich es exerzieren. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Ziehen werden will ich 12 von ihrem Arbeitsplatz entfernt sind. Bauen sie Straßen und Garagen in der Nähe von Wohngebieten. Um ihren Bürgern zu erlauben, schnell zwischen deren Arbeitsplätzen und Wohnstätten zu pendeln. So. Jetzt können wir nämlich die UdSSR-Entwicklungshilfe anfordern. Die kostet nur $2000 und bringt das ab sofort sämtliche Wohnkomplexe und Mietshäuser nur halb so teuer sind. Eine Investition, die sich in Zukunft lohnen wird. Jetzt kostet der Wohnungsblock nur noch 2250. Und dann bauen wir auch gleich mal einen. Oder zwei? Ja, zwei. Da, wenn es eins gibt, was ich hasse, das ist dieser Riesenfelsen, ey. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt? Immer bleibt die ganze Arbeit am Präsidenten hängen. Keine Zeit zum Spielen. Nochmal 20 neue Immigranten. Yay. Jetzt haben wir eine Arbeitslosigkeit von 29. Nicht gut. Also für die Männer. Umfragen weisen darauf hin, dass die Beliebtheit von El Presidente seit Beginn seines Regimes gesunken ist. Das könnte auf seine glanzlosen Beziehungen mit den Hauptsplittergruppen der Insel zurückzuführen sein. Fischerhütte. Und nur Männer können Fischer werden. Wie nett. Oh Mann, das wird hart. So, unsere Minenarbeiter arbeiten fleißig und wir haben sehr viel Geld. Aus irgendeinem Grund. So, der Vorteil, wenn man eine Miete hat, die sich nur ein Ehepaar leisten kann, dann spart das Platz, weil wie man hier sieht, der Pächter hier, der kann es sich leisten, alleine hier einzuziehen. Und das wird dann verschwenderisch, weil dann dieser der andere Platz dann nicht belegt werden kann. Das ist sozusagen Verschwendung. Und hier strömen hier die Arbeitslosen durch die Gegend. Genau. Jetzt benötigen wir eine Schule. Wir bauen daraufhin auch gleichzeitig eine Kirche.
Oh, voll in die Slums rein. Weg da. Das geht übrigens nur mit Hütten. Man kann sich einfach so abreißen. Ha. Hier haben wir sogar eine Verzierung. Yay. Das erhöht die Umweltzufriedenheit. Und nochmal 15 neue Einwanderer. Und es sind arbeitslose Ghettos. Und wir haben eine Arbeitslosigkeit von 43. Jawohl. Aha. Das ist hart. Das ist echt hart.